Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Willkommen zurück bei Kellner live und wir bleiben bei den Wahlen und starten gleich einmal mit der größten Überraschung, nämlich der Grazwahl. Und bei mir im Studio werden wir jetzt alle diese Wahlen analysieren und zwar mit Österreichs bekanntesten Politikexperten und Berater Thomas Hofer. Hallo. Schönen guten Abend. Herr Hofer, wie gesagt, Graz hat ja, glaube ich, alle überrascht gestern, dass die KPÖ da auf Platz 1 ist. Ich meine, Sie sind sicher einer, glaube ich, jener Menschen, die sich am meisten mit Politik in diesem Land befassen, aber das haben Sie wahrscheinlich auch nicht am Zettel gehabt, nein, oder? Nein, das hatte niemand am Zettel. Ich glaube, wer Gegenteiliges heute behauptet, der flunkert, um es freundlich zu formulieren. Nein, das hatten wir alle nicht. Es waren die ganz wenigen, muss man auch sagen. Und ich habe mich bei Graz nicht aus dem Fenster gelehnt. Habe schon mit Verlusten der Volkspartei gerechnet und sie selber wohl auch. Aber natürlich nicht mit einer derartig massiven Verschiebung, dass das ein eindeutiges Nummer-1-Votum für Frau K. wird. Es war auch klar, und das war auch nichts Neues, dass die KPÖ in Graz und insgesamt in der Steiermark sehr, sehr gut positioniert ist. Das ist so eine Mischung aus sehr authentischer sozialpolitischer Einstellung, kommend von der Wohnpolitik, aber durchaus darüber hinausgehend, insgesamt in Richtung leistbares Leben. Das ist schon ein wesentlicher Faktor, auch über Graz hinaus. Und die KPÖ war da und ist da einfach sehr, sehr gut positioniert. Schon vor LKK, von Ernest Kaltenegger herkommend. Und einem Schuss, und das muss man auch sagen, oder einer gehörigen Portion eigentlich, Linkspopulismus, nicht? Also diese Geschichte, wir spenden den Großteil unseres Gehalts, machen diesen Sozialfonds, geben den Leuten sozusagen das Geld zurück, unter Anführungszeichen, das kennen wir eigentlich auch von Jörg Haider her. Da war es weniger authentisch und da gab es einige Geschichten, was mit dem Sozialfonds der FPÖ wirklich passiert ist. Aber sei es drum, das ist natürlich eine populistische Zuspitzung. Aber zurück auf Ihre Frage, es gab kaum Umfragen. Und die es gab, die sind fundamental daneben gelegen. Kann man einer erinnern für die kleine Zeitung von vor ein paar Wochen, wo es noch hieß, 35 zu 20 für die ÖVP. Und das hat die ÖVP einerseits in Sicherheit gewogen. Da hat man zwar eben mit leichten Verlusten gerechnet, aber niemals mit einem derartigen Erdrutsch in Richtung KPÖ. Und all das zusammengenommen, die Lethargie, das Verbrauchte, durchaus auch lokale Themen, wie zum Beispiel dieses Image des Betonsiegi, wie der bisherige Bürgermeister ja in manchen Kreisen genannt wurde, das hat dazu beigetragen, dass es eben diesen sehr, sehr überraschenden, für alle überraschenden Clansieg für die KPÖ gekommen ist. Mhm. Jetzt muss man sagen, ein Großteil der Österreicher kennt die KPÖ in Graz ja nicht in dieser Form, sind Kommunisten, aber wie würden Sie die einschätzen politisch? Gibt es ja schon alle möglichen Memes im Internet, Stalingrads, Leningrads, jetzt gibt es 6 kommunistische Länder. Ja, was? Mein Gott, ich bin Steirer, in der Obersteiermark kennt man auch dieses Phänomen schon sehr lange, als ich in die Schule gegangen bin. Mein Geografielehrer war der kommunistische Stadtrat in Judenburg. Also da gibt es schon eine Tradition auch, aber, und das ist natürlich etwas, was bemerkenswert ist, und ich verstehe, wenn man das in Rest Österreich nicht nachvollziehen kann und schon gar nicht international, das wird schon noch für Schlagzeilen sorgen. Da ist derzeit Deutschland drüber, klarerweise, das ist die Nachricht Nummer 1, aber das ist schon auch international bemerkenswert. Und bis hin zur Washington Post sorgt das natürlich für Aufsehen. Die KPÖ, so wie sie dort positioniert ist in der Steiermark und vor allem in Graz, hat sich natürlich gelöst von dieser kommunistischen, von diesem Rucksack. Und das ist natürlich auch gut so und richtig so, denn das ist natürlich wahnwitzig eigentlich, ja, dass eine kommunistische Partei da in Mitteleuropa eine mittelgroße Stadt als Nummer 1 anführt. Aber es ist eben, ich habe es vorhin versucht, erklärbar durch dieses sehr, sehr authentische, wirklich auf Themen fokussierte und auf konkrete Anliegen fokussierte Politik. Eben mit dieser linkspopulistischen Zuschneidung. Das ist völlig klar. Und bislang ist natürlich die KPÖ so im Windschatten gesegelt, war sehr starke und eindeutige Nummer 2 in Graz mit 20%. Die hatte man auch schon unter Kaltenegger. Und das ist, wie gesagt, glaube ich, losgelöst. Also ich sage es anders vielleicht, dass die Frau K. trotz des Namens in der Partei, trotz des Kommunismus sozusagen da gewählt. Aber Sie sagen, die ist nicht gefährlich?
Naja, gefährlich. Jetzt ist die Frage, was ist gefährlich? Natürlich ist es so, dass... Sie müssen nicht vor Enteignung jetzt sozusagen also, sich Sorgen machen, oder? Also sie hat es anders gemacht, Sie haben einen Punkt, sie hat es anders gemacht als zum Beispiel die Diskussion in Berlin. Da ist ja schon mit der Enteignung, weil Sie das Thema Enteignung nehmen, gab es schon auch ein interessantes Votum gestern in Berlin, wo eine klare, deutliche Mehrheit eigentlich für die Enteignung großer Wohnbaugesellschaften da votiert hat. Also da ist Berlin, was jetzt die Realpolitik angeht, ein deutliches Stück weiter als in Graz. Wie sie das anlegen wird, wie sie da eine linke Koalition, und auf die wird sie sicher anlegen, das ist gar keine Frage, ist auch ihr gutes Recht. Sie hat das Wählervotum bekommen. Ob jetzt alle KPÖ-Wählerinnen und Wähler, und da sind sehr viele Bürgerliche auch dabei, also ich kenne selber einige Leute aus dem eher bürgerlichen Lager, die gesagt haben, sie wählen KPÖ. Ob die jetzt damit gerechnet haben oder geglaubt haben, dass sie die Bürgermeisterin wählen gerade gestern, das wage ich zu bezweifeln, aber sei es drum, sie hat das Mandat. Und wie dann ein solches Regierungsprogramm dort ausschaut, da bin ich gespannt. Es ist für die KPÖ jetzt dann schon auch, muss man sagen, eine neue Phase da, wo man dann zeigen muss, okay, wie macht man es breiter, als man es bisher angelegt hat. Ja, man war da 2 Jahre mal in einem Übereinkommen mit Sigi Nagel. Dann ging das krachend zu Ende und Nagel hat insgesamt sehr viele Varianten probiert, aber jetzt, wenn man da in der Führungsrolle ist, dann wird man sehen, wie die KPÖ das wirklich breiter angeht. Also das ist schon auch eine heikle, gibt es ja schon auch Chancen, ja, aber natürlich auch Risiken für die KPÖ. Sie haben es jetzt eh schon angesprochen in einem Nebensatz und das zeigen ja auch die ersten Wählerstromanalysen. Es ist ja höchst interessant, dass ausgerechnet von der ÖVP ein Teil der neuen KPÖ-Wähler rübergewandert ist. Da würde man normalerweise sagen, unterschiedlicher können ja eigentlich die Pole nicht sein als ÖVP-Wähler und KPÖ-Wähler. Aber da haben Sie sowas? Ja, aber da haben Sie das, was wir vorher gerade besprochen haben. Nicht? Das ist eben... Ich will nicht sagen entideologisiert, das wäre zu viel, aber man hat den Versuch, sozusagen dieses zu Recht bestehende, harsche, rigide, teilweise jenseitige, natürlich, ja, aufgrund der Geschichte des Kommunismus in Europa, Image abzustreifen und zu sagen, nein, wir kümmern uns einfach um die Leute. Und das ist gut aufgegangen, imagemäßig. Und natürlich ist es immer auch der Botschafter oder die Botschafterin in dem Fall, eben zuerst Kaltenegger, dann K., die einfach... ja, sich als sehr, sehr volksnah positioniert haben und das auch gelebt haben. Das muss man einfach sagen. Ich sage noch einmal dazu, diese gehörige Portion Linkspopulismus, die ist da natürlich dabei. Und deswegen war es einerseits in Richtung ÖVP, dass man da erfolgreich war, aber auch in Richtung FPÖ. Und das ist durchaus auch eine Einsicht, die die FPÖ gewinnen musste aus gestern. Wir kommen dann noch zu Oberösterreich natürlich. Aber immer dann, wenn es eine genügend starke und gut positionierte Populismus-Alternative gibt, wie die KPÖ in Graz. Da ging die FPÖ von ohnehin schon nicht rasend tollen 15% noch einmal runter 5 Prozentpunkte auf gut 10%. Dann hat die Freiheitliche Partei ein Problem. Die MFG war es in Oberösterreich in dem Fall, zu dem kommen wir noch. Aber das ist einfach eine Mischung, wo man sagen muss, ja, da sind eben auch Bürgerliche angesprochen worden, eben nicht unbedingt mit der Ansage, ich will Bürgermeisterin werden, das wäre in dem Fall kontraproduktiv gewesen, aber es war das Ergebnis des Wahlamts. Bevor wir zu Oberösterreich kommen, noch abschließend zu Graz. Josef Czapp hat gestern gesagt, das ist ein Armutszeugnis für die SPÖ, weil es zeigt quasi, wie man eigentlich mit klassischen sozialdemokratischen Themen, Wohnen, öffentlicher Verkehr, Soziales an sich eine Stadt drehen kann und die SPÖ grundelt, glaube ich, bei 9,% herum in Graz. Ja, hat vollkommen recht. Das gilt im Übrigen auch für die Frau Gersdorfer in Oberösterreich, für die dortige SPÖ-Chefin, die sich gestern auch noch für dieses zarteste Plüschchen da vom historischen Tiefstand weg auch noch gefeiert hat. Also das ist absolut unverständlich. Und es gilt im Übermaß für die Grazer SPÖ. Wiewohl, dort ist es nicht nur der Herr Ehmann, das hat natürlich die Wurzeln eigentlich schon 2003, Entschuldigung, wenn ich da jetzt so weit zurückgehe, als damals der langjährige SPÖ-Bürgermeister Stingl den ÖVP-Kandidaten Nagel als eigentlichen Ziehsohn entdeckt hat und den de facto quasi empfohlen hat, da begann der Niedergang der Grazer Sozialdemokratie. Und das ist besonders bitter, auch für die Sozialdemokratie im Bund, wenn es da in großen Landeshauptstädten, und Graz ist immer die zweitgrößte Stadt Österreichs, und auch in einem Industrieland wie Oberösterreich, ja, ich mache schon wieder den Bogen, derartig desaströse Ergebnisse gibt. Und ja, Sie haben recht, natürlich speist sich der KPÖ-Erfolg aus dieser Schwäche der Sozialdemokratie. Auch die Grünen konnten trotz
tolle Zugewinne in Graz, gar keine Frage, trotz dieses dominierenden auch Klimathemas, ihr Potenzial nicht vollständig ausschöpfen. Die Grünen waren auf Grazer Ebene bei der letzten Nationalratswahl noch deutlich besser, als sie gestern waren. Und eben auch der Fähigkeit der KPÖ, sowohl beim populistischen Potenzial, was die FPÖ normalerweise bedient, und eben sogar im bürgerlichen der ÖVP zu fischen. Also das ist, jetzt nehmen wir mal das Thema Kommunismus raus, schon bemerkenswert, wie man das aufgestellt hat und wo man eigentlich überall, in welchen Wählerteichen man da überall fischen konnte. Kommen wir nach Oberösterreich. Sie haben sie jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Da war natürlich die größte Überraschung die MFG, die Impfgegnerpartei. 6% beim ersten Einzug in den Landtag vor den Neos. Das ist schon beachtlich. Worauf führen Sie das zurück? Sind das wirkliche Impfgegner, die gewählt haben? Sind das Protestwähler? Wie schätzen Sie das ein? Also anders als die MFG sich selber jetzt dann gestern beschrieben hat, sind das natürlich sehr viele Impfgegner. Das ist gar keine Frage. Das ist überproportional, zeigt jedes empirische Ergebnis. Franz Sommer hat das, ein Hochrechner hat das durchgerechnet für die Gemeinden, wo es niedrige Impfquoten gibt, gibt es eine klare Korrelation. Aber natürlich ist es auch Protest. Das darf man nicht unterschätzen. Also ich glaube schon, dass, und das ist jetzt keine Prognose, ob diese MFG da noch in anderen Bundesländern oder gar im Bund irgendwann dereinst erfolgreich sein kann, natürlich droht bei einem Ende, das hoffentlich kommt, dann bald einmal von Corona, diese derzeit Ein-Themen-Partei schon auch in die Krise zu kommen. Aber wenn man es geschickt macht, dann kann man das, Stichwort Freiheit, schon auch ausdehnen. Und das ist jetzt insofern eine potenziell beunruhigende Nachricht für die Freiheitlichen. Warum? Weil wenn eine Partei wie die MFG, für mich steht das eher so mit feindlichen Grüßen, ne, in Richtung auch der Bundespolitik, natürlich auch der Landespolitik, aber eigentlich steht es natürlich für Menschenfreiheit, Grundrechte. Und dieser Freiheitsbegriff, der ist was Zentrales, den kann man natürlich, wenn man es geschickt macht, auch auf andere Themen als nur Corona ausdehnen und ausweiten. Denken Sie an die Energiewende, na, das wird schon auch noch sozialpolitisch interessante Fragen aufwerfen, wie man das genau machen, wer das dafür bezahlt etc. Das weiß man im Übrigen auch in der Bundesregierung, deswegen hat man ja versucht, die CO2-Bepreisung, das Thema rauszuhalten aus dem Oberösterreich-Wahlkampf, hat das wie auch härtere Corona-Maßnahmen auf die lange Bank geschoben, hat versucht, eben da keine Angriffsfläche zu bieten, aber die MFG hat gezeigt, mit geringsten Mitteln, mit einer guten Mobilisierung da in den sozialen Netzwerken, über Chatgruppen etc., wie man das macht. Also das ist schon, und jetzt nehme ich es zusammen mit der KPÖ, ja, wo es deutliche Unterschiede gibt, bitte nicht falsch verstehen, aber trotzdem, da ist natürlich ein Protestpotenzial schon da, das kanalisiert wurde von sehr unterschiedlichen Parteien gestern, was man aber durchaus auf Bundesebene schon sehen sollte, dass da wieder eine Strömung da ist und Stimmungen im Land da sind, die eben traditionell aufgestellten Parteien schon gefährlich werden können. Weil Sie das jetzt auch gerade ansprechen, die ÖVP hat leicht zulegen können, etwas über 1%, aber natürlich weit weg von dem, was man hinter vorgehaltener Hand sich gewünscht hat. Da hieß es immer, wenn man den Vierer überspringt, ist man zufrieden. Manche haben sogar von einem Absoluten geträumt. Ist das eigentlich enttäuschend, das Ergebnis in Oberösterreich, ja, Ihrer Meinung nach? Das ist es eigentlich. Allerdings, und da hat man die Spinfähigkeit des Kanzlers, des Clubobmanns und des Landeshauptmanns gestern gesehen, die fast wortident dasselbe runtergebettet haben, nämlich wir sind so stark wie die nächsten zwei folgenden, also FPÖ und SPÖ zusammen. Das stimmt zwar, das ist auch nicht geflunkert, aber es ist natürlich ein netter Spin, der genau darüber hinwegtäuscht, was Sie gesagt haben, zu Recht gesagt haben. Wenn eine Partei wie die Volkspartei das letzte Mal bei der Wahl 2015 10 Prozentpunkte ablegt und dann bei der darauffolgenden Wahl, nämlich gestern, nur 1 Prozentpünktchen wieder dazu legt, dann hat man natürlich nicht all das ausschöpfen können, wozu man in der Lage gewesen wäre. Jetzt gab es aber, das muss ich schon auch dazu sagen, natürlich nicht diesen bundespolitischen Rückenwind. Da gab es schon Unmut in der Oberösterreichischen Volkspartei aufgrund der, aus Sicht der Oberösterreicher jedenfalls, suboptimalen Geschichte rund um die Justizaffären, andere Themen, die im Bund da quer reingekommen sind in diesen oberösterreichischen Wahlkampf. Das heißt, das, was Hermann Schützenhöfer in der Steiermark noch geschafft hat, nämlich zu einem Zeitpunkt zu wählen, knapp vor der türkis-grünen Regierungsbildung, dass es noch den Rückenwind gab, den gab es jetzt in Oberösterreich nicht mehr. Und natürlich, seit 2015 ist viel passiert. Da gab es eben durchaus auch eine andere bundespolitische Konstellation mit der Großen Koalition damals noch. Und für die FPÖ war Weihnachten, Geburtstag und Ostern zugleich, auch aufgrund der Migrationskrise damals. Und da hätte man sich bei der ÖVP ganz sicherlich erwartet,
gewünscht jedenfalls, aber auch erwartet, dass man eben, wie Sie es richtig sagen, über den Vierer drüber kommt. Und das ist es deutlich nicht geworden. Aber noch einmal, alles lebt vom Vergleich. Wenn man sich die anderen anschaut, und wir haben schon über die SPÖ und die FPÖ geredet, dann kann man sich relativ gesehen natürlich trotzdem als Sieger fühlen, auch wenn man es intern so wohl nicht sehen wird. Weil Sie jetzt auch die FPÖ angesprochen haben, die sind ja der große Verlierer, über 10% minus, sogar unter die 20%-Marke gefallen. Lag das auch an diesem Impfstreit in der letzten Woche Ihrer Meinung nach rund um Herbert Kickl? Oder wurden die einfach von der MFG abgeräumt und sozusagen sind dann die echten Impfgegner halt zur MFG gegangen, statt zur FPÖ? Ja. Woran lag das Ihrer Meinung? Also die MFG hat sich ja nicht nur aus dem freiheitlichen Lager gespeist, da kamen auch Grünwähler, auch ÖVP-Wähler kamen daher, aber natürlich der relativ gesehen größte Teil kam von der FPÖ. Naja, ich sage mal so, die Linie der FPÖ war durch diese unter Anführungszeichen, sage ich mal, Zwangsoutings, ist zwar ein bisschen jenseits, wenn wir bei der Impfung von Zwangsouting reden, ist ein bisschen ein absurder Vorwurf, aber es ist medial so rübergekommen, von einigen führenden Spitzenfunktionären gab es da natürlich eine nicht ganz einheitliche Botschaft. Auch, und das ist klar, ist kein Vorwurf an den Herrn Buchner, das ist logisch gewesen, dass er aufgrund auch seiner schweren Erkrankung im Frühjahr natürlich da jetzt nicht den Kickl geben konnte oder wollte. Aber wenn Sie sich die Spitzenkonfrontationen angeschaut haben, dann hat man schon gemerkt, dass das jetzt nicht ganz so hundertprozentig klar kommuniziert ist. Einerseits hat Heinz Buchner gesagt, die Impfung ist kein Gamechanger, andererseits wollte er die Wirkung natürlich nicht in Abrede stellen. Also das war eine andere Position, als sie Kickl gefahren hat, der aber eben auch das Problem hatte, genau wie Sie sagen, dass es da viele gab, die eben von Europaparlamentariern bis Nationalräten bis hin in den Wiener Landtag, die gesagt haben, na, ich bin schon geimpft. Das ist so klar dann nicht positioniert, wie die FPÖ sonst gern positioniert ist. Kickl wird das jetzt intern, extern wird er das wohl eher nicht machen, sicherlich darauf verweisen, dass mit seiner klaren Linie und seiner harten Haltung da vielleicht weniger in Richtung MFG gegangen wäre, aber es ist insofern Makulatur, als die oberösterreichischen Freiheitlichen da schon einfach anders positioniert waren. Herrn Buchner auch ein anderer Typ ist, auch nicht der beste Freund von Herrn Kickl ist und es jedenfalls dazu kommen wird, aus meiner Sicht, also wäre ich überrascht, wenn das nicht in die Richtung ginge, dass man zumindest in der Landesregierung bleibt. Das macht auch, letzter Punkt, Sinn aus Sicht der Bundes-ÖVP, auch wenn das jetzt vielleicht komisch wirkt. Denn Sebastian Kurz muss auch daran gelegen sein, dass die ÖVP quasi einen Fuß in der blauen Tür behält. Und sei es auch nur in einem sehr, sehr wichtigen Bundesland. Dass man da also zumindest einen Teil der Freiheitlichen auf koalitionsfähig und paktfähig getrimmt hält. Und zu guter Letzt schauen wir noch nach Deutschland. Das war ja extrem spannend gestern, muss man sagen. Mhm. Im Endeffekt hat Olaf Scholz und die SPD jetzt die Nase vorne, aber das heißt noch lange nicht, dass Olaf Scholz der nächste Kanzler wird. Wie schätzen Sie das denn ein? Weil es gibt ja jetzt zwei wahrscheinliche Varianten. Die Ampel, also Dreierbündnis aus SPD, Jamaika, Grünen und FDP oder Jamaika eben mit der CDU. Was glauben Sie, was ist wahrscheinlicher momentan? Also ich will mich da jetzt nicht als Deutschland-Experte aufspielen, das bin ich auch nicht, aber natürlich verfolge ich es auch interessiert und es hat mich gestern ein bisschen erinnert, so die Geschichte des Herrn Laschet an die Geschichte des Herrn Schröder, der sich nach einer großen Aufholjagd, muss man sagen, damals aber ein bisschen andere Vorzeichen, 2005, nämlich gegenüber Angela Merkel in ihrem ersten Wahlkampf, bis auf einen Prozentpunkt herangekämpft hat noch, als amtierender Kanzler, aber im deutlichen Umfragetief, und dann am Wahlabend so getan hat, als hätte er jetzt die Wahl gewonnen, was natürlich absurd war und auch entsprechend kommentiert wurde. Natürlich hat der Herr Laschet aufgrund der heftigen Verluste seiner CDU-CSU und der Zugewinne der SPD eigentlich jetzt nicht, wenn man das ableiten will, den moralischen Anspruch. Aber, und deswegen glaube ich, spekuliert er damit, er weiß schon, dass die FDP da schon Sympathien eher in seine Richtung hat. Also der Lindner kennt den Herrn Laschet ja auch aus der Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen. Und für die FDP wäre das natürlich politisch gesehen die viel bessere Konstellation, wenn man mit der CDU und den Grünen in einer Regierung ist, als mit den Grünen und der SPD. Da würde die FDP deutlich federn lassen müssen. Und das ist, glaube ich, die Hoffnung, die der Herr Laschet hat, dass er trotz dieses Desasters aus Sicht der Union vielleicht doch noch, dass ihm doch noch, vielleicht formulieren wir es so, der Kanzler zufallen könnte. Erarbeitet hat er in sich sicher nicht.
Und ganz zum Schluss noch, sollte Olaf Scholz dann doch Kanzler werden mit der Mehrheit von FDP und Grünen, wäre das oder würde das irgendwann noch eine Trendwende in Europa bringen hin zur Sozialdemokratie? Weil wir haben jetzt einige skandinavische Länder, die gedreht haben. Ich muss generell sagen, in letzter Zeit mehrere große Länder, die sozusagen auf sozialdemokratische Regierungen gewechselt sind. Spanien ist schon etwas länger her, Macron hat auch eine gewisse Nähe zur Sozialdemokratie. Ja, also, ist das eine Trendwende in Europa? Also ich habe nicht mitgemacht, als es geheißen hat, die Sozialdemokratie ist tot und die steht nie mehr wieder auf. Das habe ich immer für Unsinn gehalten. Und ich gehe jetzt auch nicht in Richtung Trendwende, weil ich Ihnen eines sage, aus meiner Einschätzung heraus, das ist nicht wirklich so eine ideologisch oder parteipolitisch aufgesetzte Geschichte. Und gerade weil Sie Macron erwähnt haben, der Herr Macron hat eine eigene Bewegung hochgezogen. Der Kurz bei uns hat eher so eine Hybridlösung gewählt. Der hat sich kurz überlegt, macht eine Plattform auch mit den Neos. Hat dann gesagt, das bringt man weniger, als ich gras da ganz massiv in die FPÖ-Gefilde rein und mal halt die alte ÖVP neu an und sagt, das ist die neue ÖVP. Aber es zeigt Ihnen schon, wie volatil das ist. Es ist ganz stark, natürlich sind es auch die Personen. Und jetzt würde ich diesen Wahlerfolg, diesen relativen jedenfalls von Olaf Scholz nicht kleinreden wollen. Aber was man schon auch dazu sagen muss, und das darf man nicht vergessen in solchen Situationen, er ist deswegen relativ stärkster geworden, weil sowohl CDU, CSU wie auch die Grünen schlicht und ergreifend die falschen Spitzenkandidaten, Querstrich Spitzenkandidatinnen aufgestellt haben. Also mit einem Habeck auf grüner Seite und einem Söder auf CDU, CSU-Seite oder überhaupt einer Angela Merkel, die früher, als sie es getan hat, übergeben hätte, nämlich im Amt befindlich, so wie das der Herr Böhringer mit dem Herrn Stelz in Oberösterreich gemacht hätte, glaube ich, wäre die Wahl anders gelaufen. Aber gut, Hetivari ist es nicht. Der Scholz kann sicherlich für sich verbuchen, dass er einen professionellen, fehlerfreien Wahlkampf im Gegensatz zu den anderen Mitbewerbern und Mitbewerberinnen gemacht hat. Und das war durchaus ein gar nicht unwitziger Wahlkampf. Denken Sie an das Plakat, wo oben stand, er kann Kanzlerin. Das war schon ganz gut gemacht. Der Herr Söder hat das Erbschleicherei genannt. Das zeigt dann, glaube ich, mein eher verklausuliertes Lob, aber es war durchaus ein ganz guter Wahlkampf. Jedenfalls relativ gesehen von der SPD. Herr Hofer, vielen Dank für diese Analyse. Sehr gerne. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und wir bleiben natürlich beim großen Thema dieser drei Wahlen und werde das gleich mit Robert Miesig und Andreas Mölzer nochmal in allen Details analysieren. Nach einer ganz kurzen Werbepause sind wir zurück.